Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Tropico 6. Viva el Presidente, viva el Tropico. Mein Name ist Ed, ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du wieder dabei bist, hier auf unserer Insel. Wir sind gerade dabei zu produzieren und stehen einige Aufgaben an. Ich habe nichts gegen den großen Boss, aber man kann keine Eintrittskarten für die Kirche verkaufen. Ich habe es versucht. Seien wir ehrlich. Jeder Penny, der für gute Zwecke ausgegeben wird, ist verschwendet. Profitgeschäfte sind immer der richtige Weg. Gott mag ihre Blasphemie vergeben, mein Kind. Aber für mich war Vergebung immer der schwierigste Teil meiner Religion. El Presidente, ignorieren Sie diesen Boten des Mammon und investieren Sie in Geschäfte zum Wohl der Menschen. Wir bauen den Zirkus. Versuche ich zumindest. Aber wir brauchen erstmal Geld. Wir brauchen Geld, Freunde. Und das muss ich mal jetzt schnell was tun. Wir geben mal Vollgas. Komm, wir brauchen den Zirkus. Was kostet denn der Zirkus? Boah. Baut die Sachen fertig. Wir müssen hier mal exportieren. Wir müssen ran hier. Alliierte Handelsroute, dann müssen. Gut gemacht, Präsident. Besten Dank. Eines muss man dem Krieg lassen. Er hält uns mit aufregenden Abenteuern auf Trab. Was? Genau, wir nennen sie Abenteuer. Das ist eine Richtlinienabteilung. Der Abteilung Geschichte umschreiben, um genauer zu sein. Immer fleißig diese Revisionisten. Präsident, mit ihrer Hilfe werden wir eines Tages einen Krieg gewinnen. Egal, wie es wirklich ausgeht, okay? Wir nehmen momentan mal die Kohle. Ich habe ein Problem, Präsident. Ein Saboteur belästigt die Minenarbeiter, die vom Fluch der Itzkan sprechen. Ich halte nichts von Aberglauben, Präsident. Und auch nichts von Problemen. Okay, die Goldlieferungen müssen weitergehen. Der einzige Fluch, den die Männer fürchten müssen, ist meine Wut, die wie Mountkraken kurz vor dem Ausbruch steht. Aber nur, wenn mein eiserner Wille kompromittiert wird. Ich werde keine Saboteure tolerieren, Präsident. Sie haben mein Wort. Okay, mach mal. Wir wollen... Präsident, ein Vulkan bricht aus, falls Sie es nicht bemerkt haben. Zufrieden? Es ist ein physisches Symptom für die Gier in Ihrer Seele. Oder sowas. Okay, aber der Vulkan ist nicht einmal in der Nähe Ihres Palastes. Also gibt es wohl keinen besonderen Grund zur Eile, was... Kein Problem, genießen Sie den Rest dieser lächerlich großen Zigarre, bevor Sie Leute evakuieren. Oder, und das ist nur eine Idee, beeilen Sie sich und retten Sie deren Leben. Natürlich, sofort evakuieren. Ah, shit. Bürger von Tropico, dies ist eine öffentliche Ankündigung. Lava! Bei all der Vulkanasche sieht man kaum etwas, Präsident. Eine Armee muss etwas sehen. Das nennt man Spionage. Aber hier könnten wir zwei erstickende Vögel mit nur einer gut platzierten Fabrik erledigen. Lassen Sie uns den Smog in praktische Dosen verpacken. Das senkt die Verschmutzung und erschafft eine Waffe, die wir in den Himmel feuern können. Ich weiß, Sie mögen es, wenn wir Zeug in die Luft jagen, Präsident. Konserven herstellen 500. Ruf. Alles klar, wir versuchen es. Ah. Versuch gerade mal ein Bild zu bekommen. Kann man rauszoomen. Ah, shit, dass man nicht stufenlos zoomen kann. Ja, Feuer wütet in Tropico, das ist nicht gut gerade. Ist mir schon klar. Was ist hier noch los? Noch schweigt sich der Palast darüber aus, wie El Presidente die vulkanischen Eruptionen besiegt hat. Doch es wird gemeinhin auf einen Faustkampf mit riesigem Lavamonster getippt. Ah, verdammt. Wir haben momentan echte Geldprobleme, ne? Ganz ehrlich. Können wir denn unsere Freunde bitten, uns was zu geben?
geht grad nicht. Spuckt er noch? Nein, er hat sich mittlerweile beruhigt. Zirkus. Highschool. Produzierst du Ananas? Ananas. Ich bin mir sicher, dass die guten Bürger von Tropico für euch stimmen wollen, Präsidente. Ich persönlich werde euch viele, viele Male wählen. Ja, das kennen wir ja schon. Natürlich werden wir die Wahlzettel subtil manipulieren. Ich sehe gerade, wir brauchen hier Strom. Mal ganz kurz Pause. Ich will mal versuchen, was zu exportieren. Was haben wir denn für Möglichkeiten? Haben wir die Möglichkeit, Gold zu exportieren? Gold will keiner haben. Was ist denn mit importieren? Das will ich ja nicht. Brote, Zigarren, wir brauchen echt mehr Zeugs. Die Wahl war ein wahrer Erdrutsch, Präsidente. Von der sprichwörtlichen Sorte. Nicht von der Sorte, die Arbeiterschaft dezimiert. Natürlich wird das Ergebnis zu jeder Zeit klar. Das Volk liebt El Presidente fast so sehr, wie es euer treuer Penultimo tut. Und seht, ich habe ein Geschenk für euch. Eure eigene Tapferkeitsmedaille verliehen für Mut, Selbstlosigkeit und Wählbarkeit. Die ist aus Schokolade, also passt in der Sonne besser auf. Na, sind wunderbar. Das ist easy peasy. Mal ganz kurz Päuschen machen. Also, Arbeitsmarktpolitik. Bürger müssen mit 12 zu arbeiten beginnen und können nicht in Rente gehen, Alter. Boah, können die natürlich entweder dabei lassen, Standardzustand, oder in die Frührente schicken. Dann werden sie zufriedener. Hier können wir nichts machen. Miliz. Wahlrecht. Können wir noch was machen? Nein. Mehr können wir gerade nicht machen. Änderung bestätigen. Alles klar. Nehmen wir so hin. Jetzt gucke ich mal, ob wir noch irgendwas verkloppen können. Handelsroute ist Exportfleisch. Komm, je mehr wir raushauen, desto besser ist. Lieber ist mir das. Ich sehe gerade, hier brennt es. Verdammt, wir können nichts machen. Es fehlt echt an Kohle, ne? Ich möchte Sie jetzt nicht beunruhigen. Bündnis, ich würde gerne um finanzielle Unterstützung. Aber jetzt, da wir gerade Stromprobleme haben, ist es gerade echt heftig. Muss ich ehrlich sagen. Wachturm. Ein weiterer ist kaputt gegangen. Jeder muss einen Beitrag zu den Kriegsanstrengungen leisten, altes Haus. Es interessiert mich überhaupt nicht, wer Sie sind. Alles klar, eine Exportroute. Handel, wir haben es ja gerade erst angenommen. Verdammt. Wir müssen... Präsidente, ich weiß, dass ihr immer eure Versprechen haltet, aber die Bürger nehmen es mit der Definition von erfüllten Versprechen heutzutage sehr genau. Mhm. Natürlich weiß ich, dass alles, was Präsident tut, das Richtige ist. Es ist sogar die Definition dessen, was richtig ist. Aber infolge eurer sorgsam formulierten und keineswegs fahrlässigen Wahlrede könnten die Bürger gewisse Dinge von euch erwarten. Erreichen sie eine durchschnittliche Sicherheitszufriedenheit von 63. Oh, wir haben so viel zu tun. Lass mich eure unermessliche Weisheit erwarten. Ja, wir wollen natürlich den Dings nehmen, aber ich muss hier erstmal exportieren. Kinder.
Hier geht nix, hier geht nix, hier geht noch nix. Okay, die sind auf Mission, das ist in Ordnung. Ey, wir kommen nicht hinterher, ne? Das ist Feuer wütet in Tropico, ja. Wenn die mal hier reparieren würden, wäre es toll. Aber es geht gerade noch nicht. Ich habe gerade nicht die Kohle, um was zu machen. Das ist schlimm. Bündnis. Ich würde gerne... Kann ich nicht. Ich habe 16.000. Oh, das ist so ätzend. Okay, das ist in Ordnung, sag ich mal. Was ist denn hier? Wieder aufbauen. Kann ich nicht machen. Ich kann nichts machen momentan. Wir brauchen hier mal Häuser oder sowas. Nicht genug Kohle. Schlimm. +2. Wussten Sie, dass ein ganzes Drittel der Jünger Fischer waren, Präsidente? Antirömische Terroristen gab es 4-mal weniger. Okay. Haben Sie von dem Saboteur gehört, Präsidente? Es heißt, dass die Achsenmächte von einem TNT-schleppenden Pinguin heimgesucht werden. Das ist lächerlich. Selbst wenn der Pinguin die Sprengladung anbringen könnte, wie würde er das Streichholz für die Zündschnur anzünden? Wie dem auch sei, die Schiffe der Achsenmächte wurden ziemlich versenkt und es sieht so aus, als wären die Seeleute Tropicus mit dem Leben davongekommen. Jemand hat also gute Nachtarbeit geleistet. Okay. Eine Plantage kostenlos. Warte mal ganz kurz. Noch eine Plantage. Wenn wir eine Plantage bauen können... Mais, Banane, Ananas, Zucker, Kakao. Machen wir noch eine Ananas? Würde ich jetzt mal so sagen. Wenn es die umsonst gibt, nehmen wir sie natürlich. Wir haben hier auch Stromprobleme, ne? Das Ding hier brennt. Das Kraftwerk. Mann, Mann, Mann. Wir brauchen den Strom wieder. Wir brauchen eine Highschool. Wir brauchen Wachtürme. Wir brauchen alles. Und wir kriegen es nicht hin. Das ist so übel. Ich kann gerade nichts machen. Meine Leute sind gerade mega beschäftigt. Habest du das Gefühl? Ja, repariert doch mal das Dings hier. Löscht. Löscht. Wir brauchen den Strom. Ah, Sicherheit. Ich kann nichts machen, ey. Das geht so in die Hose gerade. Das ist übel. Stopp, stopp, stopp. Ihr seht heute gut gelaunt aus, Präsidente. Gar nicht wie jemand, der den gefürchtetsten Offizier des Reichs enttäuscht hat. Ich brauche mehr Männer, damit ich sie anschreien kann. Auch wenn ich ruhig wirke, Präsidente, bin ich alles andere als ruhig. Ich kann meine enorme Wut nur durch meinen unermüdlichen Willen zurückhalten. Zumindest wäre er unermüdlich, wenn ich nicht dauernd so erschöpft wäre. Neu. Okay, wir nehmen es mal an. Wir brauchen mehr Soldaten. So, okay, jetzt machen wir mal das. Das können wir nicht ändern. Polizeiwache, wo ist denn meine Botschaft? Feuerwache. Wo war denn jetzt die Botschaft? Bin ich jetzt besoffen? Das hier müsste die Botschaft sein.
Okay, wir lassen mal laufen, in der Hoffnung, dass wir mal irgendwie Kohle kriegen. Flugzeuge haben die Kriegsführung revolutioniert. Trotzdem besitzt Tropico keine Luftwaffe. Eine Stellungnahme des Palasts meint, lernt Flugzeuge zu fliegen, dann kriegen wir auch welche. Ja, ich würde gerne machen und tun. Stopp. Können wir jetzt hier einen Hubschrauber holen? Oh, das gibt's doch nicht. Keine Elektrizität. Komm nicht ran. Das ist ja echt tricky. Echt tricky gerade. Sicherheit. Ich würde gerne mehr Sicherheit bauen. Flugzeug der Kontrollpunkt, Drohnenkommandozentrale. Alter, was es für geile Sachen gibt. Lass ihn weiterlaufen. Ich kann gerade eh nichts machen. Ich muss warten, bis irgendwie Kohle rankommt. Jetzt sieht's gut aus. Okay, jetzt folgendes. Warum? Mann. Okay, machen wir folgendes. Wo ist denn jetzt? Okay, wir gucken mal. Können wir den hier ranmachen? Okay, macht mal das. Nebenbei müssten wir das mal das Feuer da mal machen. Wenn wir jetzt nur mal endlich mal eine Feuerwache noch mal hinkriegen würden. Okay, da machen sie jetzt den Zirkus. Es ist geschafft. Erneut zeigt sich die ehrfurchtgebietene politische Weitsicht von El Presidente. Genau. Überprüft den Schönheitswert, wenn ihr Unterhaltungsgebäude platziert, da diese die Qualität der Dienstleistung erhöht. Ihr könnt Schönheit auswählen durch Dekoration. Eine gute Tat, Präsidente. Zweifellos ohne jegliche Gedanken an eine Belohnung. Klar. Ich kann keine Selbstlosigkeit verlangen. Es gibt nur einen selbstlosen Tropikaner und der trägt eine Zwangsjacke. Aber der Eintritt in den Himmel kann nicht erkauft werden, Präsident. Sie können natürlich den Souvenirladen der Kirche besuchen. Wir nehmen die Kohle. Hilft ja alles nix. So, okay. Alliierte Handelsroute. Jetzt versuchen wir mal irgendwie, das hier mal in den Griff zu kriegen. Das Ding brennt immer noch. Und die krieg ich hier nicht gebacken. Schutzturm. So. Konserven haben wir jetzt mal angefangen, endlich mal was herzustellen. Das ist ja mal immerhin etwas. Das ist ja Wahnsinn. So, wir brauchen unbedingt da unten den Strom wieder, ne? Stopp. Wir gucken mal ganz kurz. Highschool, Dienstleistung, Kirche, Klinik, Feuerwache. Und Marsch. Feuerwehrhubschrauber. Mhm. Haben wir nämlich nicht. Ich hoffe, es wird mal gelöscht jetzt. Wird jetzt endlich mal gelöscht? Bitte löscht du endlich mal. Der Saboteur ist nicht zurückgekehrt. Und die Goldlieferungen laufen gut. Aber wie der Kanzler sagt, wenn die Dinge gut laufen, ist es Zeit, sich auf den Fehlschlag vorzubereiten.
Okay, mir ist kein Saboteur bekannt, der ein Maschinengewehr davonlaufen könnte, Präsidente. Ich rede von der Art Gewehr, die so schnell so viele Kugeln abfeuert, dass sie wie horizontaler Regen anmuten. Ich quieke vor Freude, wenn ein starker Mann eines abfeuert. Bitte besorgen Sie mir ein paar Waffen herstellen. Waffen herstellen? Ja, klar, kein Problem. Ja, schön, wenn das hier endlich mal repariert werden würde. Ja, echt toll. Mal ganz kurz, wir brauchen mal eine Highschool. Bildung bestimmt. Tourismus, Highschool, kostet 3.500. Können wir uns natürlich nicht mehr leisten, das war ja so klar. Schutztürme. Nur so für den Fall der Fälle. Ja, dann bauen wir da nochmal was hin. Hier noch was hin. Und dann sind wir wieder pleite. Und dann schauen wir uns das Elend mal weiter an. Momentan läuft es echt nicht gut, ne? Vor allen Dingen, weil das Ding da hinten irgendwie nicht repariert wird, nicht gelöscht wird, keine Ahnung. Das ist echt übel gerade. Echt mies. Mann, Mann, Mann. Gucken wir mal, was wir hier haben. Holen uns mal Beute. Wow, das Feuer ist endlich mal aus. Oh Gott sei Dank, endlich mal Reparatur. Das heißt, wir kriegen endlich wieder Strom. Oh, jetzt repariert das Ding hier. Endlich. Wir gehen ja nur voll pleite, aber egal. Highschool, komm. Wir brauchen nämlich Strom. Unbedingt. Schneller. Wachturm. Okay, was ist hier los? Warum ist hier noch... Doch, jetzt ist hier... Ah, jetzt geht's los. Die Hafenanlagen wurden von dem Saboteur angegriffen und die Achsenmächte sind in Aufruhr. Eine einzelne Person bräuchte ganz erhebliche Unterstützung, um das durchzuziehen. Okay, dieser Saboteur hat wirklich die Fantasie des Volkes angeregt, Präsidente. Ein neues vierfarbiges Comicbuch ist bereits in Produktion, wie ich hörte. Captain Pinguin. Er bekämpft die Achsenmächte mit zwei Flossen voller Kampfgeist. Jede Ausgabe ein Abenteuer von Romanlänge. Geile Nummer. Ja, und wie das hier weitergeht, sehen wir im nächsten spannenden Part. Ob wir vielleicht irgendwann auch mal den Spion fassen, werden wir dann sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Hinterlasst doch ein Däumchen da oben. Und dann sehen wir uns bald, bald wieder. Bis dahin bin ich raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed von netgaming.tv. Bye, bye. Plans for the wall have been approved. Cuban Commandant died. The UK has left the European Union. Which has caused a big crisis in Spain. They have also aligned themselves with people to test ballistic missiles.